Also ich gebe zu, als ich ein kleines Kind war und das erste Mal die Weltkugel sah, dachte ich, was ist denn das hier? Und dann wurde mir gesagt, es ist Australien und da gibt es Koalabären und Känguru. Und da dachte ich, die Tiere kenne ich nicht, die möchte ich irgendwann sehen in meinem Leben. Jetzt bin ich aufgestanden und dann ist eine riesige Schlange vor meinem Zelt gewesen. Und nachher habe ich gefunden, hey, weißt du, im Auto schlafen ist auch schwer, okay? Die erfolgreiche Beatrice Egli feiert heute ihren 31. Geburtstag. Das ist aber nicht alles. Heute kommt auch ihr neues Album raus. Und über das haben wir mit ihr geredet in unserer Rubrik «Verzähl mir dein Lied». Offroad, offline, ich muss mal alleine sein. Hey, wer muss nicht einmal allein sein? Das kennt doch jeder. Einfach mal abschalten. Einfach mal ein bisschen Ruhe. Und das brauche auch ich ab und zu. Ich glaube schon, dass ich letztes Jahr am Ende des Jahres an einen Punkt angekommen bin, wo ich wirklich gemerkt habe, jetzt kann ich nicht mehr, mag auch nicht mehr und es geht auch nicht mehr. Und der Körper auch gesagt hat, stopp. Meine Pläne, meine Ziele. Davon habe ich ziemlich viele. Doch jetzt nehme ich das Tempo erstmal. Dann bin ich ja 2 Monate in Australien und habe wirklich mal eine richtige Auszeit gemacht. Time out. Mit dem Auto einfach drauf losgezogen, mit dem Zelt. Und die ersten paar Nächte im Zelt waren schön. Und eines Morgens bin ich aufgestanden. Und dann war eine riesige Schlange vor meinem Zelt. Und nachher habe ich gefunden, hey, weißt du, im Auto schlafen ist auch schwer, okay? Weit weg, weg auf Zeit. Für das, was kommt, bin ich bereit. Ich bin für alles bereit. Das war wirklich schön. In Australien war ich einfach Schweizer Mädchen, die auf Reisen ist. Und für die Leute, ah, oh, Swiss Girl und mehr nicht. Und das habe ich natürlich auch mal genossen, einfach Menschen kennenzulernen, ohne dass sie schon wissen, wer ich bin. Du stehst auf AC/DC. Die Geschichte ist, dass ich jemanden kennengelernt habe, der zuerst denkt, hey, das ist voll der harte Typ. AC/DC, Metallica und so, Schlager hin, voll nicht. Ist doch du auf deinem Rücken? Hast du dir Gotthard eingraviert? Und dann merkst du, ja gut, ob Schlager oder nicht, schlussendlich, wenn auch die harten Typen in der Nacht, dass ihr Herz gerockt wird. Und die Schlager-Ladies wollen auch, dass ihr Herz gerockt wird. Also in meinem Fall will ich auch, dass mein Herz gerockt wird. Und willst du nur eins hören? Rock mein Herz! Komm an meine Seite, rock mein Herz! Denn du bist kein Bruder. Es ist nicht so, dass ich jetzt mich verliebt hätte in diese Richtung, aber gleichzeitig ist es schon so, dass einfach die Rockerseite in mir definitiv immer ihren natürlichen Platz hat. Ja, ganz natürlich. Ich stehe auch auf Rock. Schon klar, hey. Egal, ob da irgendwo noch ein paar Wolken sind, hier drin im Studio scheint die Sonne jetzt auf jeden Fall, denn Beatrice Egli ist da. Ich freue mich. Einen wunderschönen guten Morgen. Australien, was fasziniert dich so an Australien? Du bist fast 3 Monate dort gewesen. Also ich gebe zu, als ich ein kleines Kind war und das erste Mal die Weltkugel sah, dachte ich, was ist denn das hier? Und dann wurde mir gesagt, es ist Australien und da gibt es Koalabären und Känguru. Und da dachte ich, die Tiere kenne ich nicht, die möchte ich irgendwann sehen in meinem Leben. Und dann im Teenies-Alter dachte ich, ich muss unbedingt mal ganz, ganz weit weg. Und Australien ist, glaube ich, das Weiteste, was du kannst. Und endlich hat sich dieser Traum jetzt viele Jahre später erfüllt, dass ich dieses Land bereisen konnte. Wie hast du die Zeit verbracht? Weil das ist ja eigentlich mehr als ein normaler Urlaub.
Ja, es war eine Auszeit und kein Urlaub. Ich habe einfach nach 6 Jahren sehr intensivem Arbeiten und wenig Zeit für mich, geschweige denn für ein Leben neben dem Beruf, einfach gemerkt, dass ich mal Zeit für mich und aber auch für meine Seele und mein Herz brauche und Zeit, um auch mir Fragen zu stellen, ob ich noch weitermache, wie ich weitermache, wenn ich weitermache und ja, alles hinterfragt. Und ich glaube, das ist auch ein natürlicher Prozess des Lebens, dass man manchmal an einen Punkt kommt im Leben, wo man auch mal sich alles hinterfragt und vielleicht auch einen Neubeginn startet. Bist du dann zu welchem Ergebnis gekommen bei dieser Reise zu dir selbst? Ich habe gemerkt, dass ich nach einer gewissen Zeit habe ich es vermisst. Es ist halt wie eine langjährige Beziehung. Du fragst dich, ist es Gewohnheit oder ist es noch Liebe? Und ich habe dann irgendwann gespürt, nee, es ist nicht die Gewohnheit, die mich da am Ball halten lassen hat, sondern es ist einfach die Liebe. Ich habe es vermisst. Ich hatte Sehnsucht danach, nach der Musik und auch nach der Bühne. Und das war ein schönes Gefühl, das wieder mal so richtig zu spüren, dass es mir fehlt, dass es mich ausmacht, dass es ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Und dieses Verliebtsein wieder gegenüber auch der Musik, das hat mir sehr, sehr gut getan und ich glaube auch jetzt deswegen, das Album hat wieder neue Energie und Klänge, die es vorher nie hatte. Also Australien hat dieses Album quasi auch mit beeinflusst jetzt. Nicht absolut. Nicht nur durch dieses Lied Terra Australia, sondern auch durch es das Ganze. Es ist bis auf ein Lied, sind alle Lieder auch in Australien, habe ich die aufgenommen. Mein Produzent ist nach Australien geflogen, wir haben uns ein Beachhouse gemietet und das sehr einfach. Also muss ich vorstellen, ich habe Bücherregale ausgeräumt, Schaumstoff rein und das war meine Gesangskabine. Also sehr sporadisch und sehr leicht und das habe ich genossen. Niemand wusste, dass es ein Album gibt. Und das einfach mal nur der Musik sich dann wieder hingeben, zu spüren, du hast es vermisst. Und dann aber auch die Zeit zu nehmen für die Musik, für das, was man vermisst hat. Trotz Australien bist du aber deiner Schweizer Heimat auch treu geblieben, auch auf diesem Album. Da ist ein Lied drauf, da wollen wir jetzt mal ganz kurz reinhören. Da singt nämlich Beatrice Egli auf Schweizerdeutsch. Gut rockig. Ja, rock mein Herz. Ja, ich natürlich war auf diesem Album, auf dem neuen, dachte ich, muss ich auch was auf Schweizerdeutsch singen. Möchte ich was auf Schweizerdeutsch singen? Aber das ist Premiere im Grunde auf dem Album. Das ist wirklich eine Premiere, ja. Es gab noch nie ein eigenes Lied von mir, das auf Schweizerdeutsch ist. Und ich meine, hier im Süden, da versteht ihr mich ja fast komplett auf Schweizerdeutsch, denke ich. Fast ein bisschen. Und wie ist das jetzt, der Unterschied? Also ist es einfacher für dich so oder ist es ganz ist es auch ungewohnt? Es ist auch ungewohnt für mich, weil Schweizerdeutsch ist das, was ich zu Hause spreche, aber singen, das mache ich seit ich 9 bin auf Hochdeutsch und deswegen ist es schon ungewohnt. Ich habe nur, dieses Lied gab es auf Hochdeutsch und dann habe ich gemerkt, wir sagen in der Schweiz, sagen wir, es braucht mehr Dreck, also mehr Schmutz rein und diese Sprache, die Schweizerdeutsche Sprache hat so was Rockiges, Schmutziges, was dem Song einfach gestanden hat und das habe ich gedacht, das ist perfekt, jetzt habe ich meinen Schweizer Song. Okay. Das passt dann wunderbar zusammen. Thema Liebe ist natürlich immer ein ganz großes Thema. Wäre komisch, ja, bei mir. In der Musik und auch bei dir natürlich in deinen Songs. Und da muss man ja auch immer wieder was Neues finden, sozusagen auch. Ach, das Leben schreibt so viele Geschichten. Ich glaube, jeder Mensch hat mehrere Geschichten, was die Liebe beschreibt. Und Liebe ist ja so vielseitig. Also nicht nur die Liebe zu dem einen Menschen, dem Traum von dem Traummann oder Traumfrau oder dieses eine, sondern es gibt so viel Liebe. Ich habe auch neue Liebe kennengelernt zu meinen Neffen, die ich auf eine andere, neue Art liebe. Es ist Liebe zur Musik, es ist die Liebe zum Leben und das ist auch das Leben lieben lachen. Das ist mehr auch eigentlich eine Hymne an die Liebe des Lebens. So dieses, hey, wenn's klar, es reicht nicht jeden Tag, um wirklich zu lachen, weil es auch nicht jeden Tag immer was zu lachen gibt, aber trotzdem die Liebe wieder zu finden und zu sagen, ich liebe mein Leben und gebe alles dafür, dass es eben das Lachen überwiegt. Die Liebe spielt gerade auch eine Rolle im Fernsehen bei dir. Ja, stimmt. Du hast nämlich eine neue Sendung, eine eigene Fernsehshow. Genau. Schlager sucht Liebe. Da werden Single-Schlager-Sängerinnen und Sänger verkuppelt oder sollen verkuppelt sollen, werden. Sollen, ja, habe ich mich gefragt, gibt es denn da überhaupt so viele? Ja, doch, es gibt da eigentlich noch ziemlich viele, aber ich glaube, nicht nur Schlagersänger und Schlagersängerinnen, es gibt mehr Singles auf diesem Planeten, als man denkt.
es ist immer so, ach, die ist noch Single, aber es ist für viele noch ein Thema, wie finde ich eigentlich den Partner und wenn, wie stelle ich mir eigentlich meinen Partner vor? Und in dem Fall ist halt das wahnsinnig spannend, weil die Schlagersänger halt extrem von der Liebe singen und das, was sie sich wünschen, schon besingen. Und da helfen wir ein bisschen, dass sie das auch im Privatleben leben können. Das ist alles schon gedreht worden, glaube ich. Genau. Ja? Wie war das bei den Dreharbeiten? Es war toll, es war kurz und intensiv und muss sagen, jetzt freue ich mich, es auch zu sehen, weil ich habe vieles selber auch nicht gesehen. Also ich war nicht immer mit dabei. Ich bin eigentlich so das Zwischenstück manchmal, um die Dinge zu verbinden als Moderatorin. Gab es denn da auch Erfolgserlebnisse? Du musst jetzt nicht alles verraten, ist klar, aber gab es denn auch Erfolgserlebnisse? Ich lache jetzt und nicke, dann habe ich nichts gesagt. Okay, und natürlich bist du bestimmt schon ganz oft gefragt worden dann, wenn du so eine Sendung machst, wie sieht es bei dir selber aus? Ich bin meistens Single immer noch und das war die letzten 6 Jahre so und hoffentlich, wer weiß, bleibt es gar nicht mehr lange so. Okay. Kann ja sein, ne? Also ja Liebe nicht. Ist ja das Schöne, das kann von einer in die andere Sekunde, zack, ist das man stimmt. verliebt und da hoffentlich der andere auch, weil das habe ich auch schon erlebt, ich habe mich eher nicht oder umgekehrt, er hat sich und ich mich nicht verliebt, das ist alles möglich, deswegen, aber dazu, deswegen gibt es glaube ich auf meinem Album auch so dieses Happy End am Ende, weil ich immer noch daran glaube und daran glauben möchte. In Australien war ja jedenfalls jetzt in Sachen Liebe nichts Spezielles. Nein, oder? Also ich habe einmal, mein Bruder hat mich angerufen, meinte du, nur dass du Bescheid weißt, hier in Deutschland denken alle, du hast einen Surfer geheiratet. Und dann habe ich das in der Presse mal aufgegriffen. Ja, ich war ja schon mal mit einem Surfer verheiratet, aber ich habe das eigentlich nur zitiert, was in der Presse stand als Witz. Und zack, war ich dann doch schon verheiratet. Aber nee, das dazu gibt es auf meinem Album zu hören. Nächstes Leben, selbe Zeit, wie die Geschichte mit dem Surfer ausging und wie es war. Guten Morgen miteinander. So klingt das doch wunderbar auf Schweizerdeutsch. Und sie hält auch schon ihre neue CD in den ja, Händen. Du hast sie schon. Alle anderen kriegen sie am Freitag, die sie haben möchten, denn ja. da kommt sie raus. Ja. Was ist vorne drauf? Natürlich du selbst. Ja, und es ist ein schönes Booklet drin, wo es auch ein paar Bilder aus Australien gibt. Mhm. Und eigentlich alle Bilder aus Australien. Ja, du schaust gesagt. Das gerade richtig mit Bewunderung an, so ein bisschen. Ich freue mich da immer hast selber. Hast du es noch gar nicht gesehen bisher, oder? Ehrlich gesagt, viel zu wenig Zeit gehabt, um das mal richtig zu sehen. Ich habe gestern gerade die Super Deluxe aufgemacht, weil das ist ja ein gigantisches Paket. Da gibt es ja die Wohlfühlgarantie-Tour live auf DVD, auf Blu-ray und auf CD noch. Und da drin ist ein ganzes Buch noch von meiner Reise und von meinen Geschichten, die ich erlebt habe. Und das habe ich dann ausgepackt und dabei war mir ganz, ganz, ganz anders. Komisch, schön. Da ging eine emotionale Achterbahn mit mir durch. Ich habe mich gefreut, war aber aufgewühlt, weil dann das alles raus, also auch gezeigt wird jedem. Und es ist ja auch schön, dass die Wohlfühlgarantie Live-Tour auch wieder zu hören und zu sehen ist, was also, viele nicht wissen. Merkt man, was es doch für eine besondere Sache ja. ist, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin wieder was Neues auf den Markt ja. bringt. Es ist immer eine Freude, bei euch hier zu sein. Ja, und es ist fast schon wieder rum, die Stunde. Das ist so schade. Viel zu schnell. Ja. Viel zu schade. Es geht wirklich viel zu schnell. Aber jetzt gibt es ja endlich am Freitag mein neues Album. Dann kann es jeder zu Hause hören. Und ich hoffe, er wird sich daran erinnern, was für eine schöne Stunde wir hier schon hatten. Absolut. Und jetzt warst du ja in Australien und hast davor deine Wohnung aufgelöst. Ja. Das heißt, du bist jetzt zurückgekommen und hast eigentlich gar keine Wohnung mehr. Ja, aber wo bist du jetzt zu Hause? Deswegen, ich habe gerade bin hier angekommen und alle haben mich mit großen Augen angeguckt, weil ich mit 3 Koffern reise. Ich lebe aus dem Koffer tatsächlich, weil ich bin nur unterwegs und deswegen hatte ich auch noch gar keine Zeit, eine neue Wohnung zu suchen. Aber da gibt es ein paar Optionen jetzt. Da wird es schon bald was Neues geben, denke ich. Okay, was schwebt dir da so vor jetzt? Auf jeden Fall was noch in der Nähe von meiner Familie, aber jetzt gerade schwebt mir auch Italien ein bisschen vor. Okay. Ich bin in Italien verliebt. Okay, warum? Weil das Land irgendwie, das Südländische und Dolce Vita und Parla Italiano, amore, das muss ich sagen, genieße ich gerade und deswegen bin ich jetzt gerade da auch so ein bisschen zu gucken. Vielleicht verschlägt es mich nach Italien. Ja, und nochmal nach Australien irgendwann? Irgendwann bleibe ich für immer da, sage ich in meinem Song. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass ich da leben könnte. Jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht, weil ich dazu viel zu sehr auch hier unterwegs bin und das eben wieder spüre, dass ich diesen Beruf auch brauche und liebe. Und deswegen wird es, wenn, im Herbst meines Lebens vielleicht mal sein. Okay, also nicht ausgeschlossen, dass es ein Wiedersehen gibt mit Australien.
Am Donnerstag, jetzt abrupter Wechsel des Themas sozusagen. Am Donnerstag werden wir hier in SWR 4 Baden-Württemberg die Lieder unseres Lebens aufrufen quasi. Die Hörer sind aufgerufen, die Lieder ihres Lebens, ein Lied, mit dem sie eine besondere Geschichte verbinden. Es kann auch ein Lied von Beatrice Egli sein natürlich, uns zu nennen. Wie ist es denn bei dir? Hast du auch so ein Lied deines Lebens? Also für mich ist Vicky Leandros Ich liebe das Leben ein Lied, das mich seit Beginn meiner Zeit begleitet hat und auch über den ersten Liebeskummer stark geholfen hat. Okay. Also für mich ist es auch, ich finde es ist so zeitlos und bis heute merke ich, wie es die Menschen berührt über Jahrzehnte und das finde ich was ganz Besonderes an dem Lied.